Herzlich willkommen zu dieser Anleitung zur Internetrecherche, sprich zur GFS-Recherche im World Wide Web. Das Internet ist ein internationaler Verbund von Computern. Da geht es also um die Geräte, um die Verbindungstechnik, nicht um diese Dokumente hier. Diese Dokumente hier gehören zum World Wide Web. Das ist nur ein Teil des Internets, ein sogenannter Dienst. Das World Wide Web können wir uns aufrufen, nachdem wir einen Browser gestartet haben. Einen Browser hat jeder auf seinem Computer: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera Browser und wie sie alle heißen, stehen also zur Verfügung, uns Dokumente im World Wide Web anzuschauen. Da es inzwischen so extrem viele Dokumente sind, haben sich sogenannte Suchmaschinen etabliert. Es gibt nicht nur diese Suchmaschine, darauf sei an dieser Stelle ganz deutlich verwiesen. Im Gegenteil, diese Suchmaschine sollte man vielleicht für eine GFS-Recherche erst in zweiter Linie in Betracht ziehen. In erster Linie empfehle ich Suchmaschinen wie zum Beispiel www.blindeku.de. Ihr seht schon, hier findet ihr Dokumente, Inhalte thematisch aufbereitet und geprüft auf ihren Wahrheitsgehalt. Das genau passiert nämlich bei Google eben nicht. Diese Inhalte dürft ihr auch natürlich ganz legal verwenden und damit eure GFS gestalten. Auch da haben wir bei Google ein Problem, denn häufig sind die Dokumente und Bilder dort mit Urheberrechten belegt, die wir verletzen. Genau genommen machen wir uns dann strafbar, wenn wir die einfach so verwenden, ohne den Urheber zu fragen, ob wir das dürfen. Hier ist das kein Problem. Ich habe noch mehr. Zum Beispiel könntet ihr auch auf www.kidsweb.de gehen. Auch das ist eine Seite, wo ihr solche Inhalte aufbereitet angeboten bekommt. Ein kleiner Tipp, vielleicht notiert ihr den euch ja noch. Es macht durchaus Sinn, zunächst erst einmal im Internet zu recherchieren, nachdem ihr die Themen bekannt gegeben habt. Wo gibt es denn auf den Seiten hier entsprechend gute Informationen und dann das Thema zu wählen und nicht umgekehrt. So, ja, große Suchmaschinen hatte ich euch schon gezeigt. Auch diese Suchmaschine der Firma Microsoft ist ja hinlänglich bekannt. Alle diese Suchmaschinen filtern die Ergebnisse. Sie meinen also, euch die Seiten anzeigen zu müssen, von denen sie glauben, dass sie diejenigen sind, die ihr sehen möchtet. Also Vorsicht, all diese großen Suchmaschinen, Google, Bing, Yahoo, AVM, an dieser Stelle erst in zweiter Linie benutzen. Gut, ich möchte noch einmal zurückschauen auf die Seite blindeku.de und euch hier noch kurz einen Tipp geben zum Thema FBI-Tipps.html. Hier findet ihr also Informationen zum Thema Urheberrecht im Internet. Was muss ich beachten, wenn ich im Internet, im World Wide Web mit Dokumenten arbeite, wenn ich einfach Sachen mir aus dem World Wide Web herunterlade? Schaut's euch einmal an. Hier gibt's noch weitere Empfehlungen. Fragfin.de zum Beispiel. Da haben wir also noch eine solche Seite, die speziell sich mit Problemen Internet, World Wide Web und Rechten auseinandersetzt. Gut, auf dem Material, das ihr von uns bekommt, findet ihr viele weitere Anregungen zur Suche. Wer eine große Suchmaschine sucht, die die Daten nicht filtert und die nicht meint, sie müsse also alles über euch wissen und müsse euch dann Werbung, die direkt auf euch zugeschnitten
Schnitten ist anbieten, dann empfehle ich DuckDuckGo. Diese Suchmaschine verfolgt euch definitiv nicht. Es gibt noch mehr davon, zum Beispiel den sogenannten MetaGer. Ihr seht hier das Programm, keinen Müll, keine Werbung, nur klar gefilterte Informationen. Gut, ja, ihr bekommt vielleicht den Tipp, Wikipedia wäre eine gute Idee, um dort für eure GFS zu recherchieren. Ein Thema der Klasse 7, Prozentrechnung in der Mathematik zum Beispiel, wird hier auch entsprechend aufbereitet. Ihr seht hier viele, viele Informationen, Formeln, manches vielleicht gar nicht so sehr einfach aufbereitet und so gut verständlich. Mein Gott, das Thema Prozentrechnung ist natürlich jetzt kein übermäßig anspruchsvolles Thema. Also auf jeden Fall mal mit ins Kalkül ziehen, diese Seite zu besuchen. Wenn ihr aber merkt, dass was auf Wikipedia zu eurem Thema steht, ist viel zu wissenschaftlich, dann lasst die Finger davon und sucht lieber auf entsprechend kindergerechten Seiten. Gut, zum Thema Suche könnt ihr hier also auf den allermeisten Seiten nochmal in ein Extrafenster ganz bestimmte Suchbegriffe Rechnung eingeben. Ihr seht schon, das nächste Thema zum Thema Mathematik sieht also sehr kompliziert aus mit Mengen und Teilmengen und Omegas und Sigmas und was weiß ich und riesengroßen Formeln. Hier geht es also schon los, viel zu wissenschaftlich, gar nicht gut geeignet für eine GFS in der Klasse 7 oder Klasse 8. Also Finger weg. Gut, solltet ihr spezielle Suchansprüche haben, ich gehe mal wieder zurück auf die Google-Suchmaschine, wo habe ich sie hier, Suche, Google-Suche habe ich hier gar nicht drin, www.google.de/advanced-search. Da kommen wir zur fortgeschrittenen Suche, zur erweiterten Suche nennt die sich hier. Hier könnt ihr also wesentlich präzisere Angaben für die Suche machen. Ihr könnt nach bestimmten Ergebnissen aus bestimmten Regionen suchen. Ihr könnt auch Zahlen eingeben. Ihr könnt hier Wörter eingeben, die nicht in eurem Suchergebnis vorkommen sollen. Manchmal ist es nervig. Es wird genau das angezeigt, was ich gerade nicht brauche. Ja, soll nur eines dieser Wörter enthalten. Da könnt ihr also eine Liste von Wörtern hernehmen. Oder sie soll genau dieses Wort, diese Wortgruppe enthalten. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel ganz gezielt etwas Größeres sucht, dann setzt es in Anführungsstrichen, Striche, schickt die erweiterte Suche ab und ihr bekommt also Suchergebnisse, in denen der gesamte in Anführungsstrichen eingefasste Ausdruck vorkommt. Bei durch diese hohle Gasse muss er kommen, handelt es sich also um ein Zitat von Goethe. Ihr könnt ja gerne noch weiter recherchieren. Auf diese Art und Weise kann man natürlich auch gezielt nach Personen suchen. Zum Beispiel der Herr Kapellen in Laupheim. Da erfahren wir also über den Herrn Rainer Kapellen mit einem P. Seht, ja,
Rainer Kapellen. Lassen wir das Laubheim mal weg. Telefon. Und so weiter. Also ganz gezielt Angaben. Hier kann man manchmal. Wird er mit AI geschrieben? Er wird mit AI geschrieben, deswegen haben wir nichts gefunden. So, hier können wir also ganz gezielt weitere Informationen aufrufen. Wenn wir das Wort Laubheim noch anhängen, dann sehen wir also hier nur noch Informationen, die sich ganz gezielt auf unseren Bürgermeister beziehen. Und manchmal vielleicht sogar finden wir hier Informationen, die dem Bürgermeister gar nicht so recht wären. Also, macht euch damit vertraut. Hier unter den Suchoptionen seht ihr, habt ihr die Möglichkeit, weitere Vorgaben zu machen. Seiten, die ihr noch nicht besucht habt, besuchte Seiten, wortwörtliche Suche. Ja. Laubheim ist ja als Standort angegeben, weil wir dort wohnen. Ihr seht, Google hat also schon rausgefunden, wo wir herkommen. Videos, Bücher, Apps, Suche. Hier oben findet ihr noch mehr. Und da habt ihr also nicht nur die Websuche, sondern viele andere zusätzliche Informationen. Wie gesagt, Google erschlägt euch mit Informationen, einfach weil sie mehr über euch wissen wollen. In dem Sinne, schaut euch bitte noch einmal das Anleitungsblatt an, bevor ihr mit eurer GFS beginnt. Nehmt eure Notizen her und dann wünsche ich euch viel Erfolg für eure GFS und viel Spaß bei der Recherche im Internet. Sprich, World Wide Web.